Mit Gravitrax Power bringt Ravensburger diesen Herbst neben zwei neuen elektrischen Erweiterungen auch drei neue Starter-Sets heraus. Und ich habe von Ravensburger das Gravitrax Starter-Set Lounge zugesendet bekommen. Und das schauen wir uns heute an. Der Karton hier ist gleich groß wie ein ganz normales Starter-Set, hat wieder so einen grau-silbernen Look. Nur, dass dieses Set hier 100 Euro kostet. Aber wenn ich mir das hier so anschaue, dann merkt man schon, hier sind nicht viel Powerteile drin. Es fehlt auf jeden Fall die elektrische Weiche und auch die zwei neuen Erweiterungen. Das ist also eher so ein Power-Anfänger-Starter-Set. Auf der Rückseite hier sehen wir, wie viele Teile drin sind. 124 Stück. Wir machen das Ganze mal auf. Geht doch auf! So, Anleitung. Hier sehe ich schon elektrische Teile. Wir haben ganz normale Teile. Das ist der gesamte Inhalt des Starter-Set Lounge. Wir haben hier den gleichen Inhalt wie in einem normalen Starter-Set. Eine transparente Ebene, vier Grundplatten, 40 ganze Höhensteine und 12 halbe, 3 Dreierschienen, 6 Zweierschienen, 9 Einserschienen, 4 silberne Kugeln und jeweils eine in Rot, Blau und Grün. Dann haben wir 21 Kurven, 3 Geraden, 2 von diesen Fängern, 2 Dings, wie heißen sie? Wie heißt denn das? 2 Weichen, ein Zielleiter, ein 3 in 1, hier noch so ein Freifallaufsatz, ein Trichter und keine Ahnung, wie das heißt. Jetzt kommen wir schon zu den Powertime. Wir haben hier dieses Ziel, da kann die Kugel, glaube ich, jetzt nicht mehr so einfach rausfallen. Wir haben einen Trigger, wir haben einen Start und eine Fernbedienung. Und wir schauen uns jetzt diese drei elektrischen Teile mal genauer an. Hinten sehen wir schon drei Batteriefächer und ich habe Batterien. Dann machen wir das Ganze mal auf. Ich habe den Schraubenzieher immer noch nicht gefunden, aber mit einem Messer geht es ja auch. In die Fernbedienung kommt eine Batterie rein, in den Start kommen sogar zwei Batterien rein und in den Trigger kommt auch einfach eine Batterie rein. Sind übrigens AAA-Batterien. Und wie diese drei Teile funktionieren, das zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt hier mal eine ganz kleine Testbahn aufgebaut, damit wir es mal testen können. Der Trigger und die Fernbedienung haben eigentlich die gleiche Funktion, denn mit dem richtigen Farbkanal kann man damit dann den Start steuern. Auf der Rückseite von der Fernbedienung findet ihr so einen kleinen Knopf, den müsst ihr einmal umschieben, so. Diese Teile könnt ihr aktivieren, indem ihr einfach einmal auf das Licht drückt, dann wird es einmal rot, einmal grün, einmal blau und danach geht es wieder aus. Ihr könnt den Start aber auch anmachen, indem ihr einfach drauf drückt. Oder der Trigger aktiviert sich, sobald die erste Kugel durchläuft. Wichtig ist, dass der Start und der Trigger hier auf dem gleichen Farbkanal sind. Wenn ich den zum Beispiel auf grün machen würde, würde es nicht funktionieren. Also ihr müsst beide entweder auf rot, grün oder blau haben. Jetzt lege ich mal zwei Kugeln rein, starte und sobald die Kugel hier durch ist, lässt es hier die nächste frei. Ihr könnt ihr auch mehrere Kugeln reinmachen, so. Und wenn ihr dann auf Start drückt, lässt es immer nur eine Kugel frei, sobald es hier durchgeht. Ihr könnt jetzt aber auch den Trigger hier durch die Fernbedienung ersetzen. Natürlich ist wichtig, dass ihr auf die Farbe drückt, die auch auf dem Start angezeigt wird, in dem Fall rot, und damit auch eine Kugel freilassen und hier macht es der Trigger wieder. Und so könnt ihr also entscheiden, wann ihr wie eine Kugel loslässt. Macht ihr das entweder mit der Fernbedienung oder mit einem Trigger. Wenn ihr mehr von diesen Powerteilen habt, dann könnt ihr auch mit allen drei Farbkanälen gleichzeitig arbeiten. Aber jetzt zeige ich euch mal, was für eine Bahn man mit dem gesamten Set bauen kann. Viel Spaß! Ich hoffe, die Bahn hat euch einen kleinen Überblick gegeben, wie die Powerteile so funktionieren. Und jetzt kommen wir auch schon zum Fazit. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mir das Set nicht kaufen. Man bekommt eigentlich nur ein ganz normales Starter-Set und dann noch diese drei elektrischen Teile, was ich ein bisschen wenig finde. Ich verstehe ja ganz, warum die zwei elektrischen Erweiterungen nicht drin sind, aber dass da nicht mal eine Weiche drin ist, finde ich schon ein bisschen schade. Dieses Set ist wohl eher für Anfänger gedacht, die mit Power anfangen wollen oder die nicht so viel mit Power bauen wollen, denn ihr bekommt einfach nur ein ganz normales Starter-Set und dann noch eine Erweiterung, die euch quasi unendlich hochbringt. Hier könnt ihr halt nur mit einem Farbkanal arbeiten. Für Anfänger ist es natürlich übersichtlicher und super, aber für welche, die jetzt mit mehreren Farbkanälen arbeiten wollen, dem empfehle ich das Interaction Set, denn da ist alles drin. Die Teile in dem Set sind aber großartig und funktionieren immer, und wenn ihr einfach nur eine unendlich hohe Erweiterung haben wollt, dann ist das genau das Richtige für mich. Also wenn ihr denkt, das hier ist genau das Richtige für mich, mehr brauche ich nicht, dann kauft euch das Set. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Das funktioniert alles super. Für Leute, die aber ein bisschen mehr mit Power arbeiten wollen, dem empfehle ich lieber das Interaction Set, zu dem ich auch bald ein Unboxing machen werde, sobald es bei mir angekommen ist. Also abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Das war's mit dem Video. Ciao.